Also gut, Zeugin, würden Sie bitte den vollen Namen angeben? Wer spricht denn jetzt? Casey. Komm, Casey, aber bitte die erotischste Stimme, die du hast. Oh, nein. Warum? Doch. Das passt doch so viel. Komm schon, das war eindeutig nicht erotisch, das passt nicht zu. Darf ich eine Kinderstimme nehmen? Nein, die erotische Stimme, die du hast, komm, Casey. Kann ich nicht. Ja, doch. So wie du abends mit Zoe redest. So wie jetzt? Telefon in der Hand. Und die andere Hand an etwas anderem. Oh, soll ich mich mal untrennt an meinen Tittenlink? Was fängt das schon wieder an? Niveau? So ist das wieder 18, Halleluja. Gut, stopp, also lass sie Casey lesen. Casey. Ich hab schon drei Männer die Stelle davor gelesen. Ich lese sie nicht noch ein viertes Mal vor. Bitte, einmal. War das halt auch ein fünftes Mal? Kampi, ruhig! Presse, hallo. Das ist echt hammer. Geil. Keine Sorge, meine Liebe. Kein Grund, nervös zu werden. Ali? Ja? Sollte jemand Ihnen gegenüber unhöflich sein, bekommt er es mit mir zu tun. Oh mein Gott. Die Locke schlägt. Und ich geb's ihr mit meinem Hammer. Mit seinem kleinen Hämmerchen da. Mit dem Hammer auf die Schlammer. Ich liebe es, wie die beiden geradewegs mich angucken, wenn sie das sagen. Hallo, Mia ist viel rein, egal. Vielen Dank für Ihre beruhigenden Worte. Ich hab die Klappe. Sie sind alle so freundlich. Ich fühle mich schon fast richtig zu Hause. Komm, muss die Toilette im Gericht sein. Darf ich den Schmetterling sprechen? Ja. Flap, flap. Ist doch Ehrensache, du. Könnten wir fortfahren? Bitte nennen Sie uns Ihren vollen Namen und Beruf. Ich heiße Dahlia Hawthorne. Ich studiere Literaturwissenschaft an der Universität Hockley. Ich möchte nur sagen, es ist mir eine Ehre, in Ihrer edlen Gesellschaft zu sein. Hallo, hast du den alten Nüstling und den komischen Pferdeding dann angeguckt? Nö. Meine Richter hat schon keine Hose mehr an, ey. Perverse. Dieses perverse, ekelhafte Lachen. Dein Tier ist auf meiner Seite! Nein, auf meiner! Auf meiner! Willst du Stress? Nun, dann wissen wir ja jetzt alle, wie der Hase läuft. Das an dieser Stelle grüßen wir. Yay! Hallo, einmal Hayes grüßen. Hallo, Hayes. Hallo, Hayes. Entschuldigung. Ja. Ich kann nicht irgendwie behindert sein. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin jetzt so viele Metaphern zu eufern, ist da. Sagen Sie einfach, was Ihnen auf den Herzen liegt. Oh mein Gott. Es muss sich da um ein ganz furchtbares Missverständnis handeln. Wunderbar, Freispruch. Feierabend. Fini würde ganz bestimmt nie jemanden umbringen. Anja, wer das ist. Fini, auch wie süß! Flap, flap. Ich bin geblendet. Flap, flap. Man hört nur flap, flap im Hintergrund. Ja, ist das Schmetterlingsgeräusch. Ja, ja. Ich kann nachvollziehen, warum sie das sagen. Warum ja? Das wird eine harte Nuss. Mann, sieht geil aus. Ja, aber warum? Hallo. Ja, und ich hab fette Titten. Und nun? Wir kriegen den Einspruch für dumme Nüsse. Scheiße, fette Titten. Ja, cool, ich seh grad Black Screen. Ciao. Ja, das hatte ich jetzt. Sie hat nur 12 Sekunden gebraucht, um alle hier um den Finger zu wickeln. Das kam mir vor wie 3 Minuten, muss ich mal sagen. Eine Sekunde mal kurz. Können wir. Bam, bam. Bitte beginnen Sie mit Ihrer Zeugenaussage. Bleib dran. Erzählen Sie uns doch bitte, was Sie am Tag dieses Vorfalls gesehen haben. Fleisch. Zeugenaussage, was ich gesehen habe. Oder was geschah? Was ich sah. Ich wollte nach dem Seminar eigentlich zurück zu Finis Wohnung. Fini.
Mega leck. Fini und Dagi, die beiden haben sich hinter dem Gebäude unterhalten. Oh mein Gott, die verniedlicht alles, kann das sein? Ja. Helio. Plötzlich bekam Dagi ganz welche Knie und brach einfach zusammen. Zu spät. Das ist kein Knopf. Der Knopf. Der Knopf fehlt. Nein, das Knopfi, das fehlt. In dem Moment hatte Fini mich bemerkt. Ich machte mich auf die Suche nach anderen Studenten und die riefen die Polizei. Okay. Sie ist so glaubwürdig. Entweder die spielt es so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihrer Aussage zufolge, Herr Hautron? Herr? Frau. Herr Frau. Boah, der erotisch aussehende Frau, Mann. Was denn? Glaubt ihr nichts Unrechtes getan? Oh mein Gott, was der Richter da sieht und was wir sehen, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich sehe der alles. Richter sieht nur... genau das da, ein Arsch und ein Rock. Junge, wir sind bestimmt... Ich bin gekommen. Ich schwitze auch schon, deswegen. Unabhängig von meinem Alter. Ich hab dich lange gehalten. Entschuldigung, das kam so mal so hier und da. Darf ich weiterlesen? Hallo, guck mal, was da steht. Ja, Niveau, komm, bring Niveau rein, Jan. Mach da richtig niveauvoll raus. Oh mein Gott. Junge Dame, von meinem Alter, unabhängig von meinem Alter, kann ich mich gut an die Hitze junger Leidenschaft erinnern. Okay, und jetzt dürfen alle lachen. Zui! 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 Dennoch, meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Bitte, sagen Sie uns die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber ich würde niemals... Nein, würdest du nicht. Vielleicht auch. Flop, flop. Moment mal! Das ist mehr als genug Zeugen. Ich werde das nicht weiter zulassen. Was wollen Sie damit sagen? Flap, flap. Soll ich weitermachen? Lassen Sie mich mit meinem Kreuzverhörer beginnen. Kreuzverhörer, genau. Beginnen, euer Ehren. Ich habe jedenfalls nicht vor, diesen Fall aufgrund eindeutiger Lügen zu gewinnen. Mia! Bist du dumm? Mia? Diabolisches Grinsen. Die Folge könnte schon lange vorbei sein. Sie haben sich kein bisschen verändert. Mia Faye. Boah, die wirkt wie so eine Außerirdische, ey. Hammer. Was ist los? Sie beide kennen sich? Was ist ab? Ja, wir lagen gestern Nacht zusammen im Bett. War klar. Wir haben uns gegenseitig umarmt. Ja, wir sind uns bereits begegnet. Einmal. Sag ich doch. Es war gestern Nacht. Gestern Nacht. Tuck, tuck, tuck. Wie dem auch sei, Frau Klöck. Der Rücken ihn. Ja, warte, wir holen noch den Schlamm. Ich zeig noch Bodyset. Komm, wir holen noch den Schlamm. Moment. Ja, hört mal hin. Ich frei. Ich mach die coole Hintergrundmusik. Ich glaub, man hat Dusselchen mal wieder nicht verstanden, wegen Flop-Flop. Ich hab sie verstanden. Ich hab mich auch verstanden. Ja, ich dich aber nicht. Schön, Sie wiederzusehen, Madame Faye und Herr Hellot. Ja, der Rest könnte ja auch einfach mal ruhig sein. Okay. Madame, ich bin doch keine Oma, du vorlautes Balg. Ich puste meine Backen auf. Kreuzfeuer, was ich gesehen habe. Einen Ausschnitt. Ich wollte nach dem Seminar eigentlich zurück zu Phoenix Wohnung. Angreifen, warte. Also, wenn ich mich nicht irre, ist Fini, ist Herr White Kunststudent? Was? Was bitte halten Sie also an der pharmakologischen Fakultät zu... Ich hab pornografischen gelesen. Ja, also ich studiere Literatur. Genau gesagt, japanische Senrui-Poesie. Ist klar. Ist interessant, die schwierigsten Wörter kriegst du perfekt ausgesprochen, aber andere... Naja, ist egal. Regisseur? Regisseur. Oh, wundervoll! Das ist doch diese humoristische Form des Haiku, ja?
Die du nie verstehen wirst, alter Richter. Humoristische, satirische Form des Haiku. Ja, Haiku. Sehr viel Sinn. Das Haiku. Was ist Haiku? Jan, was ist Haiku? Das ist eine japanische Gedichtsart, richtig, die aufgeteilt ist in drei Zeilen mit bestimmten Anzahl an Silben. Ja, und sonst soll jemand noch nachsagen, wir sind hier pervers, ja? Hier lernt ihr sogar noch was. Oh ja. Oh ja, ihr lernt viel über Dienst und Bücher. Das Niveau geht wieder hoch. Ist ein Mann erstmal so alt, ist der Schlaf sein Freund. Okay.